KI verändert die Berufe. Es gibt neue Tätigkeiten, Beschäftigungsanteile verändern sich zwischen den Berufen. Das ist ähnlich wie die digitale Transformation. Neu ist, dass es andere Tätigkeiten betrifft, mehr kognitiv-analytische Tätigkeiten. Trotzdem können wir sehr schlecht voraussagen, was genau passiert in welchen Berufen. Wir haben das in der Digitalisierung auch gesehen. Es hat Forschende gegeben, die haben versucht, Automatisierungsrisiken zu berechnen. Gemäss denen sollten heute keine Lastwagenchauffeure oder Lokführerinnen mehr unterwegs sein. Stattdessen haben wir einen Mangel in diesen Berufen. Also es ist fast unmöglich vorauszusagen, was so eine Technologie genau bewirkt. Bei KI ist es ganz ähnlich. Es wird Bereiche geben, die weniger wichtig werden, vielleicht Übersetzungsdienstleistungen. Aber viele andere Bereiche werden erwachsen. Weil KI unterstützt uns bei unserer Arbeit, macht uns effizienter, schafft Raum für Neues und durch das wird auch Beschäftigung sehr wahrscheinlich entsteigen und nicht sinken durch KI. Ich denke nicht, dass neue Berufe durch KI werden entstehen oder dass bestehende werden verschwinden. Ich denke, dass die bestehenden Berufe sich werden weiterentwickeln, vielleicht schneller weiterentwickeln und sich anpassen. L'économie a cette faculté d'absorber l'évolution technologique. De l'intégrer dans ses processus, de s'adapter en fait aux défis et aux enjeux qui sont posés par l'évolution technologique. Et puis, plus spécifiquement dans mon domaine, qui est le développement des métiers, finalement le défi c'est d'intégrer cette évolution technologique dans les parcours de formation. Et là, on a un système de formation en Suisse qui a, je dirais, le mérite d'être assez résilient, qui s'adapte assez rapidement. Ou qui permettent de s'adapter assez rapidement. On a même la possibilité de faire des parcours raccourcis dans les réformes des professions en fonction des évolutions technologiques. Donc je dirais qu'on est plutôt bien outillé en Suisse pour absorber les évolutions technologiques, notamment dans le développement des professions et donc dans la formation des apprentis. L'intelligenza artificiale sicuramente creerà nuove professioni, ingegneri dell'intelligenza artificiale, ingegneri, insomma, esperti nell'automazione, esperti nella creazione di scenari simulativi, per esempio anche in ambienti immersivi, realtà virtuale, realtà aumentata e così via. Quindi tutto quanto ruota attorno, diciamo, all'ingegnerizzazione e all'applicazione di questi strumenti. Cosa potrebbe sparire? Beh, tutti i lavori ripetitivi, tutti i lavori, tra virgolette, detti banali, che possono essere facilmente automatizzati.